Wie war es bei Seven vs. Wild? Ich kann natürlich hier jetzt nichts spoilern. Das Ganze wird erst im November, Dezember ausgestrahlt und ihr braucht hier keine Spoiler von den Tagen in der Wildnis von mir zu erwarten. Ich erzähle euch einfach mal, wie das Ganze davor, danach ablief und komme gleich auch nochmal zu meinen zwei Gegenständen. Wie gesagt, da war ich, bin ich ein bisschen überfahren, was da draußen im Internet abgeht. Und zwar angefangen hat das Ganze, Fritz hatte mir vor einigen Monaten eine Anfrage gestellt bei WhatsApp, hat ein bisschen vom Projekt erzählt, da war das Ganze noch nicht öffentlich, hat gefragt, ob ich da Bock drauf habe, dabei zu sein. Ich, ja klar, auf jeden Fall, übelst Bock drauf. Es hat alles so gut geklungen und mir war direkt klar, das ist so eine Sache, once in a lifetime. Sowas erlebt man einmal. Und ja, war da direkt Feuer und Flamme. Dann, ja, hatte ich so ein bisschen. Na, kommen wir später zu den zwei Gegenständen. Also, als es dann nach Schweden ging, hieß es erstmal 2 Tage lang Auto fahren, erstmal hoch zu einer Fähre, mit einer Fähre rüber nach Schweden und dann da nochmal einen ganzen Tag im Auto sitzen. Mit dabei hatte ich den Dave, auch ein Teilnehmer von Seven vs. Wild. Super cooler Typ, müsst ihr euch unbedingt auch mal bei YouTube anschauen. Der ist völlig durchgeknallt. Der hat irgendwie 4000er Berg ohne Erfahrung bestiegen, darüber ein YouTube-Video gemacht. Und dann auf der Fähre haben wir schon die anderen Teilnehmer getroffen, also Bommel, Survival Mandlin, den Bommel, den Chris. Und ja, sind dann gemeinsam weiter hoch. Wir wussten, als wir mit der Fähre ankamen, noch nicht, wo es hinging. Also wir wussten nur Schweden, aber wo in Schweden, keine Ahnung. So konnten wir uns halt null vorbereiten, was ich auch gut fand. Wir kamen dann da an, hatten eine gemeinsame Unterkunft und es ging aber direkt los. Wir mussten, es war quasi, als wir ankamen, nachmittags und wir wussten, am nächsten Tag geht es direkt in die Wildnis. Und dadurch, dass wir den ganzen Tag Auto gefahren sind, war klar, wir kommen da an. Dann wird von jedem Intro erstmal gedreht. Jeder kann seine Gegenstände vorstellen. Das Intro mit allen zusammen für die Serie wird gedreht, wo jeder seine Gegenstände nochmal den anderen vorgestellt hat. Und ja, es ging alles so Schlag auf Schlag. Und ich habe da, komme ich auch gleich nochmal zu, zum ersten Mal eine Aufregung gespürt, dass ich auf einmal dachte, nachdem die Jungs bei der Präsentation der Gegenstände alle ziemlich schockiert waren, dass ich da mit zwei Gegenständen rausgehe und ich mich halt die ganze Zeit überhaupt nicht krass deshalb fühle, sondern ich wollte es für mich einfach spannender machen, eine Herausforderung. Und als dann die ganzen Survival-Leute auf einmal meinten, ey Alter, was geht mit dir ab, dass du da mit zwei Gegenständen rausgehst, dachte ich auf einmal, okay, habe ich das Ganze falsch eingeschätzt? Warum sind alle so schockiert? Also im Vorfeld war schon meine Frau schockiert, meine engeren Freunde, denen ich davon erzählt hatte. Und auf einmal hat es so bei mir im Kopf gerattert und ich dachte so, okay, was tust du hier? Hast du irgendwas nicht bedacht? Du wolltest eine Herausforderung, aber warum reagieren alle so schockiert? Und ja, dann kam zum ersten Mal die Aufregung. Ab hier kann ich dann leider nichts mehr erzählen, weil es dann am nächsten Tag schon raus in die Wildnis ging. Jeder wurde abgesetzt. Man musste am Vorabend nach den ganzen Intros sein Handy abgeben an die Orga-Crew. Und ja, dann hat das Abenteuer begonnen, auf was ich mich seit Monaten gefreut habe, übelst gehypt war und auf einmal war ich mittendrin. Und ich kann euch nur so viel verraten. Ich will es jetzt nicht künstlich nochmal hypen, aber es war noch intensiver, krasser, als ich mir es im Vorfeld ausgemalt habe. Und ich bin maximal gehypt, die fertigen Folgen im November und Dezember auf Fritz seinem Hauptkanal zu sehen. Ich bin super gespannt, wie waren die jeweiligen Situationen bei den anderen, wie kamen die klar und so weiter und so fort. Ja, und nach Seven vs. Wild haben wir noch 2 Tage waren es, glaube ich, zusammen alle in der Unterkunft verbracht. Das heißt, wir haben abends gegessen, wir haben uns ausgetauscht, wir haben das Abschlussgespräch mit allen zusammen noch abgedreht, wo jeder von seinen Erlebnissen erzählen konnte und so weiter. Und ja, da habe ich auch zu den Jungs gesagt, als wir nochmal auf das Thema wegen den zwei Gegenständen kamen,
ich fühle mich halt wirklich nicht krass durch die Sache. Und mir ist es fast schon ein bisschen unangenehm, dass da draußen im Internet so viel Welle wegen der Sache entstanden ist, weil was mir irgendwie klar wurde in dem Moment, ich dachte auch ehrlich gesagt, dass mehrere auf die Idee kommen, weniger Gegenstände mitzunehmen, dass ich so dachte, ey, hier sind die Survival-YouTuber neben mir, die das Ganze ultra leben. Also ich meine, ich bin auch super gerne draußen in der Natur. Ich habe mich super krass auf Seven vs. Wild gefreut. Aber auf einmal wurde mir klar, so dadurch, dass ich dann der Einzige war mit den weniger Gegenständen, fuck, stellst du jetzt irgendwie, jetzt ziehst du zum einen die ganze Aufmerksamkeit auf dich und stellst vielleicht dadurch die anderen so ein bisschen in deinen Schatten, was ich auf gar keinen Fall wollte. Und ich kann so viel schon mal verraten. Nur weil ich da mit zwei Gegenständen draußen war und natürlich andere Probleme hatte als die anderen Teilnehmer, ist es überhaupt nicht so, dass ich da der krasseste war, bin oder wie auch immer, sondern jeder hatte da seinen Struggle, jeder hat wirklich eine Leistung abgeliefert, vor der ich enormen Respekt habe und ich wollte alles andere als irgendwie mich dahinzustellen und ja, irgendwie zu sagen, hey, ich bin der Fabio, ich habe zwar nichts mit Survival so direkt zu tun, auch wenn ich ab und an mal einen Overnighter mache, aber sonst auf meinem Rad sitze und ich bin krasser als die anderen. Das ist eine Sache, die ich so überhaupt nicht eingeschätzt hatte. Also, wie gesagt, mir war zwar klar, Seven vs. Wild macht Welle, alle sind gehypt, nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Zuschauer. Aber irgendwie, wie gesagt, ist mir das Ganze irgendwie so ein bisschen unangenehm mittlerweile, weil irgendwie da kriege ich ein Video bei WhatsApp geschickt, da hat irgendjemand drauf reagiert und so weiter. Ich habe mir die Videos alle noch nicht angeschaut, die möchte ich mir nachher auch mit euch anschauen. Und ja, also das war einfach nochmal, das hat mir so ein bisschen auf der Seele gebrannt, dass ich da keinen in meinen Schatten stellen wollte oder mich jetzt irgendwie mega krass fühle und denke, boah, ich bin der krasseste Typ, weil ich mit zwei Gegenständen da raus bin. Ich wollte einfach für mich, als ich drüber nachgedacht habe und diese Liste erstellt habe, habe ich einfach gemerkt, ey, ich habe diese ab Gegenstand 5, habe ich so gedacht, okay, was holst du denn sonst noch mit? Dann dachte ich so, okay, du kannst dir irgendwie ein krasses Lager bauen, wenn du das und das Werkzeug mitnimmst und so weiter. Aber ich habe einfach gemerkt, ey, ich habe die ganze Zeit diese Vorfreude und so null Angst vor der ganzen Sache, sondern ich freue mich einfach, habe mich die ganze Zeit gefreut, dabei zu sein. Und dann dachte ich so, ey, mach's dir doch irgendwie spannender. Und du wirst auf jeden Fall in irgendwelche Grenzsituationen kommen durch die Sache. Mach das doch einfach. Und ich habe dann mehrere Wochen darüber nachgedacht, willst du das? Dann habe ich es meiner Frau erzählt, die mich sonst immer supportet. Und da meinte sie so, ey Fabio, ich bin bei allem dabei, was du machst. Aber das ist Quatsch. Lass das. Ich verbiet's dir. Und da dachte ich halt so zum ersten Mal schon so, okay, irgendwie schätze ich das scheinbar anders ein. Aber dann habe ich eben wochenlang drüber nachgedacht und dann habe ich so gemerkt, wenn ich das nicht mache mit diesen zwei Gegenständen, dann bereue ich das nachher, weil ich mich die ganze Zeit frage, was wäre gewesen, wenn? Und als ich dann die Liste abgeschickt hatte und es final war, ich wusste also ans Orga-Team musste jeder seine Bekleidungs- und Equipmentliste einige Wochen vor dem Event abgeben. Und als ich das gemacht hatte, ist mir so ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. Und ich wusste, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und ja, das war aber für mich wie so eine Erleichterung, weil so dieses so machst du es nicht, dieses Abwägen einfach rum war. Und ursprünglich, das kann man eigentlich auch keinem erzählen, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, nur mit dem Messer rauszugehen. Aber das war mir dann, als ich ein bisschen drüber nachgedacht hatte, doch zu krass, weil ich bin halt kein Survival-Experte und ich kann nichts mit nichts Feuer machen. Ich brauche einen Feuerstahl, um Feuer zu machen. Und ohne Schlafsack und so weiter war klar, Wärme halt wird für mich super wichtig. Und das war dann nachher so mein Kompromiss, als ich mich entschieden habe, okay, ich mache das mit weniger Gegenständen, aber der Kompromiss ist, ich hole einen Feuerstahl mit und nicht nur das Messer, sondern diese zwei Gegenstände. Und das hat sich dann auch gut angefühlt für mich. Und dann wurde ich eben nur so ein bisschen aufgeregt, als alle um mich rum einfach so reagiert haben, wie sie reagiert haben. Also ich kann euch nur sagen, ich bin genauso gehypt wie alle anderen. Und für mich war das auch was ganz Besonderes, als ich zum ersten Mal von diesem Projekt gehört habe und da auch nochmal Riesenprops an Fritz, als er mir davon erzählt hat und da seine Teilnehmer alle gefunden hat, war das Ganze noch nicht öffentlich und er hätte zu dem Zeitpunkt ja noch einen Rückzieher machen können.
Weil ich glaube, das Ganze wurde sowohl von den Kosten, die er hatte, als auch vom Orga-Aufwand doch deutlich größer als ursprünglich angenommen. Und da einfach nochmal Hut ab, dass Fritz so ein Macher ist, dass er nicht nur eine Idee hat und sich denkt, ach ja, das wäre ja ganz cool und dann ein bisschen rumspinnt, sondern von diesem Punkt dann das Ganze auch durchzieht. Weil, wie gesagt, als Teilnehmer habe ich ja auch nochmal so die Hintergründe so mitbekommen und was da alles orgatechnisch los war und da einfach nochmal allerhöchsten Respekt an Fritz und sein Team, dass sie das so durchgezogen haben und ja, nicht nur einfach gelabert haben, sondern es einfach gemacht haben. Ja, da einfach nochmal höchsten Respekt. Der Julian fragt, wie war das Film mit dem ganzen Equipment? Das war eigentlich, ich glaube, da hat sich jeder Teilnehmer wohlgefühlt, weil das ist was, was jeder von uns kennt. Also man hatte so einen Koffer und in diesem Koffer waren Powerbanks drin, zwei GoPros, ein Etui mit zwei SD-Karten pro Tag und habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, genau. Und dann hatte man eine GoPro, die man mit so einem Headstrap auf den Kopf setzen konnte für Ego-Perspektive oder eben so filmen konnte und eine GoPro auf einem Stativ, was man irgendwo hinstellen konnte, wenn man zum Beispiel irgendeine Challenge gemacht hat oder sich was gebaut hat und das Ganze von außen zeigen wollte. Wenn dann ein Akku leer war, ist man zu diesem Koffer gegangen, hat das Ladegerät geholt, den vollen Akku raus, in die GoPro rein, den leeren rein, Powerbank angeschaltet. Und wenn Tag rum war, hat man einfach am nächsten Morgen bei Kamera A und Kamera B die SD-Karten gewechselt. Und so, dass wenn es jetzt irgendwie zum SD-Karten-Crash gekommen wäre, nicht alle Aufnahmen weg wären, sondern nur im schlimmsten Fall von einem Tag. Und ja, das war so die Routine jeden Tag, dass man erstmal die SD-Karten und man musste eben mit den Akkus haushalten, dass man da nicht in irgendeiner Situation war, wenn man jetzt zum Beispiel erkunden war oder so, auf einmal da stand und man hatte keinen Akku mehr. Und ja, also das war kein Problem, weil jeder von uns hat ja schon mal gefilmt, hat seinen YouTube-Kanal und ja, der Admin 0815 fragt, ich war sicherlich schon Radfahren, wie der seine Form gelitten. Nee, ich bin erst seit gestern zu Hause. Ich habe jetzt echt nur Zeit mit Family verbracht und so. Ich war noch nicht auf dem Rad, ich bin ganz frisch zurück. Und wie viel die Form gelitten hat, wie viel ich abgenommen hat, fragt hier der Daniel Dietz. Das sind alles Sachen, dazu kann ich einfach noch nicht sagen, weil das wäre ein Spoiler. Und das möchte ich nicht vorwegnehmen, weil jeder wurde vor Anfang, also vor Absetzen der Wildnis gewogen und danach. Und wenn ich jetzt hier irgendein Gewicht verrate, dann ja, wäre das ein Spoiler. MTB Lifestyle schreibt, Kommentar unter deinem Ausrüstungsvideo, sein dritter Gegenstand muss eine Schubkarre für seine Eier sein, habe ich gefeiert. Ja, fand ich auch sehr witzig. Aber wie gesagt, mir ist das echt schon so ein bisschen unangenehm, dass das Ganze, wie gesagt, habe ich ja eben schon genug zu gesagt, aber ja, es freut mich auf jeden Fall, dass ich mit der Sache vielleicht nochmal so zusätzlich die Leute hypen konnte und jetzt die Leute wissen wollen, ey, wie habe ich mich im Vergleich zu den anderen mit den 7 Gegenständen geschlagen und ja. Ja, wie hast du die Kälte ertragen? Kann ich nur so viel sagen, ich hatte ja keinen Schlafsack dabei und den Rest kann man sich so ein bisschen ausmalen, aber ich möchte, wie gesagt, nichts spoilern und kann dazu auch noch nichts sagen. So, ich würde jetzt mal sagen, Atlantis fragt, wie war so das Wetter oder wurde das schon gesagt? Ohne jetzt zu spoilern, wir hatten alles. Also ist perfekt gelaufen, weil ich glaube, man wäre enttäuscht gewesen, wenn jetzt alles super Sonnenschein gewesen wäre. Und wir wollten ja Survival und es war auf jeden Fall alles dabei beim Wetter. Und ja, dadurch sind natürlich auch einige Problemchen entstanden, die man dann lösen musste. Ja, also es war, glaube ich, für den Zuschauer nachher die perfekte Mischung beim Wetter.
Damadin fragt, ich denke, meine Frage kannst du ohne Spoiler beantworten, würdest du wieder mit zwei Gegenständen zu diesem Event? Ja, kann ich, glaube ich, ohne Spoiler beantworten. Ich bin da so zwiegespalten. Also ich würde es wieder machen, weil es eine sehr intensive Erfahrung war. Es war genauso, wie ich es mir erhofft hatte, als ich mich dazu entschieden habe, weniger Gegenständen zu mitzunehmen. Also ich kam in Situationen, die kritisch waren, die ich so anders nicht gehabt hätte. Und hätte ich 7 Gegenstände dabei gehabt, hätte ich andere Möglichkeiten gehabt in der Alltagsgestaltung vielleicht oder wie ich Sachen löse. Auf der einen Seite habe ich jetzt erlebt, wie es war mit 2 Gegenständen, ist schwierig. Ich kann es nicht genau sagen, ob ich es nochmal machen würde, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich sage, ich würde es nochmal machen, weil es eine sehr, sehr intensive Erfahrung so war. Aber ja, mit 7 Gegenständen hätte ich halt eben mehr anderen Alltag gehabt, sag ich mal. Ja, jetzt geht es hier um weitere Fragen. Was habe ich vermisst? Wie war es mit Mücken-Zecken-Situation? Ich glaube, das wird schon zu sehr in die Spoiler-Sachen geben, reingehen, weil das natürlich alles Situationen waren, wo es mental spannend wurde. Und ja, da möchte ich einfach nicht zu viel verraten. Es wird cooler, wenn ihr das einfach das fertige Produkt seht. Und ich habe ja auch, weiß ja auch nicht, wie es bei den anderen, also klar, weil ich ein paar Sachen, aber ich bin so gespannt, diese fertigen Folgen zu sehen. Das kann ich noch beantworten. Bad Mambo fragt, was war denn deine eure letzte Mahlzeit vor Seven vs. Wild? Hast du dich ernährungstechnisch darauf eingestellt? Also, ich habe definitiv ein bisschen vorgegessen. Also ich hatte, sage ich mal, mir ein bisschen Energie angefuttert vor der ganzen Sache. Die Essenssituation vor Seven vs. Wild, beziehungsweise das Problem war, die Woche vor Seven vs. Wild wurde ich einfach krank. Also ich untertreibe nicht, wenn ich sage, ich bin sonst nie krank, aber ich wurde ausgerechnet die Woche vor Seven vs. Wild krank. Und da habe ich dann ziemlich viel im Bett gelegen, habe gehofft, ey, ich muss wieder irgendwie gesund werden, damit ich nach Schweden kann zu Seven vs. Wild. Und ja, da habe ich dann schon ein bisschen abgenommen. Und die 2 Tage vor dem Event saßen wir ja quasi im Auto und dann gab es eben Raststättenessen auf der Fähre ein bisschen und ich sag mal, das war so suboptimal. Ja, aber ging nicht anders, ja. Henno27 fragt, trefft ihr euch nochmal, wenn alle alles voneinander gesehen haben? Also ich glaube, wir werden uns sicherlich nochmal bei anderen Projekten, Videos, wie auch immer, nochmal wiedersehen. Aber der Dreh mit der Nachbesprechung und so weiter ist alles in Schweden fertig produziert. Das heißt, für Seven vs. Wild, für die Staffel, müssen wir uns nicht nochmal treffen. Aber so werden wir uns sicherlich nochmal sehen, vereinzelt oder alle zusammen. Ja. Twinblade fragt, ich fände es geil, wenn alle Teilnehmer so einen Extended Cut machen würden, über den Fritz nachdenkt. Ja, das wäre krass, weil ich kann euch sagen, es ist halt verdammt viel Material von jedem einzelnen Teilnehmer. Das ist echt crazy. Ja, fände ich auch spannend, wenn es da geben würde. Big Bambo schreibt, also hast du versucht, ein Polster anzuhamstern, hättet ihr die lange Fährtour mit All-Inclusive Frühstücksbuffet. Nee, man musste sein Frühstück selbst bezahlen, also auf der Fähre. Also Fritz hat sowieso alles übernommen, ne, aber also man konnte da zum Buffet auf der Fähre hingehen und muss dann vorne abrechnen. Und ich hatte mir halt an dem Morgen, hatte ich mir nur, ich esse morgens halt immer Müsli. Und da hatte ich mir gab es leider nur kleine Schalen, wie das auch immer in Hotels ist, was ich einfach
überhaupt nicht ausstehen kann, weil ich esse zu Hause immer so eine Müsli-Schüssel. Auf jeden Fall kam ich dann mit dieser kleinen Mini-Schüssel an und vorne an der Kasse, ich glaube, das Frühstück hat 15 Euro eigentlich gekostet, meinten die so, ist das alles? Ich so, ja. Ja, einfach weitergehen. Und dann musst du nichts bezahlen. Genau, dazu. Ich glaube, ich habe eben noch irgendwas mit dem Messer. Ach genau, dass Peppi fragt, würdest du das gleiche Messer nochmal nehmen oder eventuell eher so eins wie Fritz? Nee, ich war mit meinem Messer sehr zufrieden. Das SC4 ist das und hatte für mich die perfekte Länge, um kleinere, größere Sachen damit zu machen. War für mich ein guter Kompromiss und würde ich auch so wieder mitnehmen.